Wie reagiert der FV Illertissen auf die 1:2 Niederlage im Topspiel gegen Burghausen? Das ist die Frage vor dem Gastspiel der Bachtaler Elf bei der Spielvereinigung Ansbach vor rund 550 Zuschauern. Zugleich ist es auch das Duell der mit 8 Gegentreffern besten Abwehrreihe der Liga mit der schwächsten. 28 Mal klingelte es bereits im Kasten der Gastgeber im gewohnten Grün, die es nach dem 0:2 gegen Spitzenreiter Schweinfurt gleich mit dem nächsten Top-Team zu tun bekommen. Kuriose Notiz am Rande: In der vergangenen Saison gab es jeweils einen 4:0-Sieg für das Heimteam. Hinein ins Match mit einem von Anfang an sehr aktiven FVI und der ersten Gelegenheit in der 8. Minute. Jannik Lessing findet jedoch in Heiko Schiefer seinen Meister. Nach knapp einer Viertelstunde setzt Milos Čočić seinen Freistoß dann nur aufs Tornetz. Insgesamt die Schwaben, bei denen Marco Mannhardt nach 2 Joker-Einsätzen erstmals in der Startelf stand, in der Anfangsphase extrem dominant und in der 29. Minute mit der nächsten Top-Chance durch diesen ansatzlosen Schuss von Tobias Rühle, Schiefer aber wieder auf dem Posten. Und auch die anschließende Ecke wird kreuzgefährlich. Nico Fundl versucht's per Kopf, aber erneut verhindert Schiefer mit einem Weltklasse-Reflex den eigentlich längst überfälligen Rückstand. Nach einer halben Stunde konnten die Gastgeber das Geschehen dann etwas ausgeglichener gestalten. Die erste echte Möglichkeit gab es jedoch erst in der 38. Minute durch diesen Distanzschuss von Patrick Kreuz. Kurz vor der Pause der Ansbacher Zehner dann in der Rolle des Vorbereiters. Perfekt getimter Pass da von Kreuz auf seinen kongenialen Partner Michael Speer. Und der bleibt allein vor Markus Ponat eiskalt. In der 44. Minute die doch sehr überraschende Führung für die bis dato klar unterlegenen 09er durch das 6. Saisontor von Speer. Der Plan zur Pause also voll aufgegangen aus heimischer Sicht. Und das 1:0 gab den Hausherren nun richtig Schwung für den zweiten Abschnitt. Keine 20 Sekunden nach Wiederanpfiff zielt Niklas Seefried knapp neben den Kasten. Das hätte durchaus das 2:0 sein können. Allgemein agierten die Mittelfranken jetzt wesentlich offensiver als noch in Halbzeit 1 und stellten die nach dem Kreuzbandriss von Abwehrchef Lasse Jürgensen teils neu formierte FVI-Defensive durchaus vor Probleme. Nach etwa einer Stunde der nächste schöne Spielzug, doch Alexander Kopf und Keeper Ponat klären gemeinsam gegen Seefried und Speer. Die Gäste ihrerseits nun über weite Strecken ohne Durchschlagskraft. In der Schlussphase bekamen sie aber nochmal die zweite Luft. In der 79. Minute scheiterte eingewechselte Dennis Milic mit seinem Kopfball am Pfosten. Die Zeit lief jetzt natürlich gegen den Tabellenzweiten, der sich allerdings mit aller Macht gegen die drohende Niederlage stemmte. Kurz vor Schluss tankt sich Rühle über rechts durch und legt optimal auf für Milic. Doch Teufelskerl Schiefer ist wieder zur Stelle und rettet seinem Team somit den Überraschungssieg über die Zeit. Ja, wir sind sehr zufrieden heute. Wir wussten, dass wenn wir das Spiel gewinnen wollen, dann müssen wir das über eine kämpferische Art und Weise machen. Wie viele Duelle die Jungs heute geführt haben, wie sie sich in jeden Ball reingeschmissen haben. Das war einfach richtig geil von draußen anzuschauen. Am Ende ist es trotzdem nicht unverdient, auch wenn sie in der zweiten Halbzeit schon nochmal 3, 4 richtig gute Chancen hatten. Heiko Schiefer hält auch überragend heute, muss man echt sagen. Aber die ganze Mannschaft heute, wie sie gearbeitet hat, richtig, richtig gut. Wenn wir darauf aufbauen, dann können wir jeden Gegner in der Liga schlagen. Das ist einfach so. Ja, Ausgang des Spiels ist natürlich für uns sehr enttäuschend. Ich glaube, mehr wie wir die erste Halbzeit dominiert haben, kann man das Spiel nicht dominieren. Wir hatten 2, 3 hundertprozentige Möglichkeiten für uns, um in Führung zu gehen. Der Gegner geht dann mit der ersten gefährlichen Aktion in Führung. Und wir hätten dann natürlich im Laufe der zweiten Halbzeit mit Sicherheit Minimum ausgleichen müssen. Aber heute war einfach so ein Tag, wo wir leider Gottes dann für uns kein Tor erzielt haben. Und ja, insgesamt natürlich schon enttäuschend, dass wir dann hier heute nichts mitnehmen, aber das müssen wir jetzt akzeptieren. Und jetzt haben wir gerade eine Phase, wo das Quäntchen vielleicht auch nicht auf unserer Seite ist. Jetzt gilt es einfach, sich zu schütteln und dann auf die kommenden Aufgaben sich wieder gut vorzubereiten. Der FV Illertissen kassiert also nur 4 Tage nach dem 1:2 gegen Burghausen den nächsten Rückschlag im Titelrennen und fällt zurück auf Rang 4. Ansbach feiert dagegen einen unverhofften Coup im Abstiegskampf und klettert erstmals seit dem 5. Spieltag wieder über den Strich. Schwäbische Woche für die Spielvereinigung Bayreuth. Am Feiertag war die Altstadt noch in Augsburg bei der U23 des FCA im Einsatz und kam nicht über ein 1:1 hinaus. 3 Tage später gastiert das andere Team aus der Fuggerstadt im Hans-Walter-Wild-Stadion. Und der TSV Schwaben Augsburg hat die Aufstiegseuphorie immer noch nicht abgelegt und holte zuletzt sehr souverän 3 Punkte gegen Türkgücü München. Die Schwabenritter sind übrigens neben Spitzenreiter Schweinfurt das einzige Team der Liga, das noch nie die Punkte teilen musste. 6 Siege stehen 6 Niederlagen gegenüber. Die Trauben hängen in Bayreuth allerdings äußerst hoch. Die Altstadt konnte bisher 5 seiner 6 Heimspiele für sich entscheiden.
und damit rein in die Partie. Die Hausherren traten von Beginn an selbstbewusst auf und wollten zeigen, wer hier Chef im Ring ist. Wirklich gefährlich wurde es zunächst aber nicht. In der 17. Minute dann ein Eckball für die Oberfranken. Die Schwabenritter können die Situation zunächst klären, doch Nicolas Andermatt bekommt noch eine zweite Chance und findet mit seiner Hereingabe genau den Kopf von Christoph Fenninger, der einmal mehr seine Kopfballstärke unter Beweis stellt. Top-Start also für die Altstadt. Und der 29-jährige Goalgetter schien sich hier viel vorgenommen zu haben. Nur wenig später bedient er den völlig freistehenden Yannick Graf. Doch Keeper Patrick Sander verhindert mit einer tollen Parade das 2:0. Bayreuth hatte hier also alles im Griff. In der 28. Minute dann aber mal ein Freistoß für die Gäste. Simon Achatz bringt die Kugel gefährlich in den Strafraum, wo Marco Greisel das Leder noch entscheidend über seinen Scheitel rutschen lässt. Aus dem Nichts der Ausgleich für die eiskalten Schwabenritter. Der Aufsteiger war damit angekommen in der Partie und konnte das Spielgeschehen ausgeglichener gestalten. Nicola Della Schiava hätte da mit einer Mischung aus Schuss und Flanke fast Torwart Lukas Zajacewski auf dem falschen Fuß erwischt. Kurz vor der Pause spielt dann Achid Polquererum Leo Eberle einen Knoten in die Beine und findet dann Timothy Diovo in der Mitte. Tolles Tor der beiden Ausnahmekönner, der Schwabenritter. Der Aufsteiger dreht hier also die Partie bis zum Halbzeitpfiff. Rein in den zweiten Durchgang, wieder mit einer Ecke für Bayreuth. Kapitän Edwin Schwarz steigt am höchsten und trifft bei seiner Rückkehr nach abgesessener Rotsperre. Alles wieder offen nach 60 Minuten. Und was ist besser als zwei Kopfballtore? Natürlich drei. Bitte sehr. Fenninger nickt nur wenige Minuten später zum zweiten Mal an diesem Nachmittag ein und bringt die Altstadt erneut in Führung. Was eine wilde Achterbahnfahrt im Hans-Walter Wild und beide Mannschaften ließen das Visier oben. Kererum wird in der 82. Minute auf die Reise geschickt, kann aber im Verbund von Eberle und Zajacewski gestoppt werden. Auf der Gegenseite schnupperte Fenninger dann sogar am Hattrick. Binnen 60 Sekunden hat Bayreuths Mittelstürmer gleich zweimal die Entscheidung auf dem Fuß, kann die Kugel aber nicht im Tor von Sander unterbringen. Am Ende reicht es aber dennoch für den knappen Sieg für die Altstadt. Ich finde, wir sind gut ins Spiel reingekommen, gehen auch verdient in Führung. Dann nach der Großchance wurde uns irgendwie der Stecker gezogen, wo es dann Schwaben auch richtig gut gemacht hat und mit zwei Schüssen aufs Tor einfach auch verdient 2:1 in Führung geht. Wo wir alles vermissen lassen haben, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Kommen dann gut raus aus der Halbzeit, machen auch Gott sei Dank zum richtigen Zeitpunkt die beiden Tore. Und gut, täglich grüßt das Murmeltier, wenn wir halt die Chancen eher verwerten. Sieht es anders aus, aber ich muss sagen, Kompliment an einen guten Aufsteiger. Ich habe vor dem Spiel gesagt, die Art und Weise ist halt zweitrangig. Wir brauchen drei Punkte, die haben wir geholt. Und deswegen sind wir aufgrund der zweiten Halbzeit sehr zufrieden. Ich muss sagen, extrem bitter, weil wir ein riesen Spiel hier auswärts gemacht haben. 2:1 zur Halbzeit in Führung gehen und an sich in der 50., 55. Minute der Schiedsrichter eine klare Fehlentscheidung trifft, wo eine sehr unglückliche Situation ist, aber der Spieler von Bayreuth mich mit einer offenen Sohle trifft, eine glasklare rote Karte ist und dann sind wir mit einmal in Überzahl und dann sage ich, dass wir das Spiel nicht mehr aus der Hand geben. Mit Köpfchen zum Erfolg. Die Spielvereinigung Bayreuth untermauert also seinen Status als Heimmacht und feiert dank drei Kopfballtoren den 6. Sieg im 7. Heimspiel. Der TSV Schwaben Augsburg verkaufte sich lange Zeit teuer, steht am Ende aber mit leeren Händen da. Bayreuth ist nun erster Verfolger von Spitzenreiter Schweinfurt. Die Schwabenritter rutschen ab auf Rang 8. Duell der Tabellennachbarn in der Rosenau. Der heimische FCA in Weinroth empfängt den TSV Hauptstadt. Die Gäste konnten nach 5 unentschiedenen Folge am Donnerstag Filzing mit 4:2 besiegen und reisen dementsprechend selbstbewusst zu den Augsburger Youngstars. Die Truppe von Tobias Strobel konnte aber zuletzt Top-Team Bayreuth einen Punkt abluchsen und will mit einem Dreier den TSV auf Distanz halten. Damit hinein ins Spiel und wir steigen ein in der 11. Minute. Hauptstadts Luke Hemmerich zieht nach einer feinen Einzelaktion aus rund 16 Metern ab und trifft die Hand von Nick Grasolinia. Klare Sache für Schiedsrichter Quirian Demlehner, Strafstoß für die Gäste. Marco Nickel übernimmt Verantwortung und lässt Tobias Säger aber mal gar keine Chance. Von der Unterkante der Latte geht der Ball ins Tor zur Hauptstädter Führung. Die U23 des FC Augsburg fand in der Folge aber besser in die Partie und hatte nach gut einer halben Stunde die erste gute Gelegenheit. Lukas Ehrlich köpft eine Flanke aufs Gästetor, aber Max Pönke reißt die Arme nach oben und pariert. Kurz darauf gleich nochmal die Hausherren. Mert Kümür tritt in den Freistoß aus aussichtsreicher Position und macht das eigentlich auch richtig gut, aber die Reaktion von Pönke ist noch besser.
Das war's aus Hälfte 1 hinein in die zweite und die beginnt ähnlich wie die erste. Wieder sind gut 10 Minuten gespielt, als ein Pfiff ertönt und der Unparteiische auf den Punkt zeigt. Dieses Mal war es aber lange nicht so eindeutig wie beim ersten Elfmeter. Aubstadts Nickel und Augsburgs Julian Bell klammern da beide, bestraft wird aber nur das Vergehen des FCA-Verteidigers. Nickel tritt erneut an und macht ihn wieder rein. Dieses Mal mit etwas Glück, Jäger taucht unterm Ball durch. In der 63. Minute grätscht David Deger ins Leere, Nico Ott ist dadurch frei durch und lässt sich vor Jäger da nicht zweimal bitten. 3:0 Aubstadt, Deckel drauf. Auch die letzte Chance gehörte nochmal den Gästen. Nach einem Fehler der Augsburger Hintermannschaft knallt Marvin Weiß das Leder aber über den Kasten. 4:0 wäre aber des Guten auch zu viel gewesen. Durch ein Handspiel kriegen sie einen Elfmeter, machen da das 1:0, was so sich dann auch irgendwie verdient angefühlt hat. Ich finde, dann waren wir in der ersten Halbzeit aber schon besser drin, hatten dann die Kontrolle. Das Einzige, was wir nie so richtig unterbinden konnten, waren die langen Bällen auf dem Nickel. So trotzdem fand ich, lag so ein bisschen das 1-1 in der Luft. Das haben wir dann auch in der Halbzeit angesprochen, dass wir an sich mit dem Spiel nicht unzufrieden sind. Hatten dann nicht so eine richtige Durchschlagskraft nach vorne. Und vorne hat, und hinten hast du dann auch zweimal nicht die Qualität gehabt, die in der letzten Woche irgendwie schon besser da war. Schenkt mir einen Elfmeter her, obwohl ich glaube, dass es keiner war. Aber dann ist so mit dem 2-0 das Spiel auch irgendwie zu gewesen. Ich glaube, das war kein 3-0, aber dass wir heute kein Tor geschossen haben, es war verdient. Ich glaube, wenn wir hier heute 1-2-0 verlieren, das ist es eine verdiente Niederlage. Das 3-0 fühlt sich ein Ticken zu hoch an. Ja, wir sind natürlich überglücklich, heute die 3 Punkte hier mitzunehmen. Auch dann zum Schluss kein Gegentor zu kassieren, tut mal gut, glaube ich. Und wir haben das, was wir uns vorgenommen hatten, wirklich zu 100% über 90 Minuten umgesetzt. Wir wussten, dass Augsburg natürlich spielerisch ein großes Potenzial hat und haben das kämpferisch sehr, sehr gut dagegen gehalten. Hauptstadt feiert den 2. Sieg in Folge, ist inzwischen seit 7 Partien unbesiegt und zieht an der U23 des FCA vorbei. Der TSV nun 10., Augsburg 11. Zwei Wochen vor dem großen Derby der Profis in der 2. Liga kreuzen die U23-Teams des 1. FC Nürnberg und der Spielvereinigung Greuther Fürth am Pfalzner Weiher die Klingen. Die Ausgangslage dabei relativ ausgeglichen. Die Hausherren kassierten zwar unter der Woche in Schweinfurt eine 1:4 Niederlage, das Ergebnis täuschte allerdings etwas über die insgesamt ordentliche Leistung hinweg. Auch das kleine Kleeblatt im gewohnten Grün-Weiß, zuletzt gut in Form, musste aber nach den beiden jüngsten Siegen durch die witterungsbedingte Absage des Heimspiels gegen Ansbach am Feiertag eine Zwangspause einlegen. Die erste Chance vor 340 Zuschauern ging auf das Konto der Heimelf. Im Anschluss an eine Ecke setzt Simon Joachims in der 6. Minute seinen Schuss am Kasten vorbei. Ansonsten beide Teams in der Anfangsphase eher verhalten. Auf der anderen Seite versucht Dennis Pfaffenroth mal von der Strafraumgrenze. Doch auch dieser Versuch symbolisch für das überschaubare Niveau dieser Partie in der ersten Halbzeit. Kurz vor der Pause dann nochmal Fürth, das übrigens die vergangenen 3 Derbys gewinnen konnte. Doch auch dieser Schuss von Daniel Adlung kein Problem für FCN-Schlussmann Michael Kukuczka. Nach dem Seitenwechsel dann jedoch ein ganz anderes Bild. Vor allem die Gäste kamen mit enorm viel Energie aus der Kabine. Daniel Kasper zwingt da Kukuczka nur etwas mehr als 1 Minute nach Wiederbeginn zu einer ersten Parade. Unmittelbar danach gibt's Freistoß für Fürth. Der wird schnell ausgeführt, die Flanke in den Strafraum, dann zunächst geklärt, aber direkt vor die Füße von Leander Popp. Der trifft den Ball nicht richtig. Sein Schuss wird so aber zur Vorlage für Lukas Näpflein und der spitzelt die Kugel in die Maschen. Das 1:0 nach 47 Minuten der Lohn für einen extrem starken Auftakt in Durchgang 2.
Doch der Clubnachwuchs alles andere als geschockt und direkt um eine Antwort bemüht. Uche Obiogumu tanzt da Kenan Aydin aus und macht eigentlich alles richtig, aber Raphael Adiele klärt im letzten Moment auf der Linie für seinen schon geschlagenen Keeper Moritz Schulze. Offenbar wollten beide Teams hier das nachholen, was sie in der mageren ersten Halbzeit verpasst hatten, und es ging Schlag auf Schlag weiter. Auf der anderen Seite bringt Fabian Menig Adlung zu Fall, Kasper versenkt dann den Ball, aber Schiedsrichter Elias Tiedeken hatte etwas zu voreilig Elfmeter gepfiffen, war aber am Ende zum Glück für den Unparteiischen egal, denn der 11. Saisontreffer des Liga-Top-Torschützen nur aufgeschoben statt aufgehoben. Kasper übernimmt höchstpersönlich und verwandelt locker in die Mitte zum 2:0 in der 54. Minute. Nach diesen wilden 10 Minuten zu Beginn von Durchgang 2 beruhigte sich das Geschehen wieder etwas, dennoch führt nun klar Chef im Ring und sogar mit der ein oder anderen Chance aufs 3:0. Die Gastgeber warfen nochmal alles rein, mehr als dieser Kopfball von Benedikt Kirsch, der über Umwege am Pfosten landet, sprang jedoch nicht mehr heraus. Letztendlich also ein aufgrund der Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt verdienter Sieg fürs kleine Kleeblatt. Ja, ich finde eine erste Halbzeit, die sehr ausgeglichen war. Auf beiden Seiten jetzt nicht die Riesenchancen. Wir haben in der Halbzeit dann ein paar Dinge angesprochen, die wir vor allem mit Ball dann besser machen mussten. Ich denke, das haben wir dann zweite Halbzeit geschafft. Machen dann folgerichtig die zwei Tore. Ja, Nürnberg hat dann alles probiert. Wir haben es gut verteidigt und sind heute der verdiente Sieger. Ich denke, wir waren gut in der Partie drin. Ja, vor allem die erste Halbzeit haben wir es wirklich gut gemacht. Wir haben die eine oder andere Möglichkeit auch gehabt. Ja, da hat uns so ein bisschen die Konsequenz vom Tor gefehlt. Zweite Halbzeit kommen wir eigentlich auch ordentlich raus. Das 1-0 entsteht durch unseren Einwurf. Ja, da sind wir dann inkonsequent in der Verteidigung. Wir hätten zwei, dreimal den Ball klären können, machen wir nicht. Und dann wird der Freistoß, glaube ich, schnell ausgeführt und da pennen wir einfach. Ja, und dann läufst du hinterher und der Doppelschlag am Ende hat uns das Genick gebrochen. Die Nürnberger U23 kassiert also nach dem ungeschlagenen September nun bereits die zweite Oktober-Niederlage und bleibt damit nur knapp über dem ominösen Strich. Die Spielvereinigung Greuther Fürth 2 entscheidet dagegen auch das vierte kleine Frankenderby in Folge für sich und bleibt als Tabellensiebter vorerst die mittelfränkische Nummer 1 in der Regionalliga Bayern. Klare Rollenverteilung in der Wacker Arena. Der SV Wacker Burghausen hat seine kleine Ergebniskrise überwunden und mit einem hart erkämpften 2:1-Erfolg in Illertissen zurück in die Erfolgsspur gefunden. Diese sucht der Gegner Türkgücü München eigentlich seit dem ersten Spieltag. Noch immer stehen die Neuperlacher sieglos am Tabellenende und sind natürlich krasse Außenseiter beim viertplatzierten SVW. Vor dem Spiel noch eine traurige Verabschiedung. Stürmer Sebastian Niedermeyer muss aufgrund von anhaltenden Knieproblemen seine Karriere mit gerade einmal 22 Jahren beenden. Seine ehemaligen Teamkollegen brauchten aber eine Weile, um in die Partie zu finden. Der erste Abschluss gehörte den Gästen in Person von Sandro Porter. Das war's aber dann schon an Torabschlüssen in der Anfangsphase. Wir springen in die 20. Minute. Jetzt auch Wacker mit der ersten Gelegenheit. Kapitän Christoph Schulz setzt das Leder aber knapp am Pfosten vorbei. Türkgücü stand defensiv richtig gut und ließ die Burghauser Sturmreihen nicht zur Entfaltung kommen. Erst in der Nachspielzeit wurde es noch einmal gefährlich. Sebastian Malinowski verfehlt mit einem Freistoß aus gut 25 Metern das Gehäuse der Neuperlacher knapp. Ein fußballerischer Leckerbissen waren die ersten 45 Minuten also nicht. Und zu Beginn des zweiten Durchgangs war zunächst auch keine Besserung in Sicht. Türkgücü zwar bemühter im Spiel nach vorne, im Abschluss zeigten sie sich aber viel zu harmlos. Rüber auf die andere Seite, mal ein Freistoß für Wacker. Standards sind ja eine Burghauser Spezialität und das stellen sie wieder unter Beweis. Jasper Maljojoki köpft perfekt 1:1 für die Hausherren. Letzte Woche hatte der 1,90 Meter Hühner an gleicher Stelle noch den Ausgleich gegen Fürth vergeben. Jetzt bringt er die Hausherren in Front. Es blieb aber in der Folge weiterhin eine zähe Angelegenheit in der Wacker Arena. Beiden Teams fehlten offensiv die Ideen. Wie sieht die Schlussoffensive von Türkgücü aus? Romeo Iveli legt zurück auf Emir Seydovic, doch sein Abschluss bezeichnet für einen der schlechtesten Sturms der Liga. Wacker konzentrierte sich hingegen aufs Kontern. In der 90. Minute ist dann auch Daniel Barisch frei durch, verstolpert aber die Kugel. So blieb die Tür noch einen Spalt breit offen für die Gäste, doch auch der letzte Versuch von Mohamed Bekay landete nur auf dem Tor. Wacker brachte den Sieg also über die Zeit. Also wir haben ein super Spiel gespielt. Wir haben uns vorgenommen, eine Reaktion zu zeigen auf das schlechte Spiel gegen Schwaben Augsburg. Das war definitiv gegeben. Wir haben wirklich sehr, sehr gut verteidigt.
Ich glaube, so richtig aus dem Spiel heraus hatte Wacker Burghausen heute keine einzige Torchance. Wir wussten, sie sind gefährlich über Standards. Ist halt für uns in der Phase natürlich auch sehr, sehr bitter, dass wir das Tor dann auch so kriegen. Haben am Ende nochmal alles probiert. Hat leider nicht gereicht. Tut natürlich extrem weh nach so einem guten Spiel heute. Aber wie gesagt, wir müssen weiter nach vorne schauen und uns aufs nächste Spiel dann gut vorbereiten. Genau das erwartete Spiel, weil ich weiß, was Türkgücü grundsätzlich für Fähigkeiten hat. Dass wir eine harte Woche dran gehabt haben, ein hartes Match in Illertissen und dass wir eben auch keine Mannschaft da an die Wand spielen oder an die Wand nageln. Und trotzdem waren wir heute nicht bei 100%. Das muss man auch klar sagen, dass einige Sachen da waren, wo man besser machen muss. Kann man sagen, ein etwas glücklicher Sieg, aber letztendlich haben wir ein Standardtor gemacht. Die anderen haben es keins geschossen und Fußball ist Ergebnissport und wir haben 1-0 gewonnen. Ohne viel Glanz holt sich der SV Wacker Burghausen also den zweiten Sieg in Folge. Dadurch springen die Burghauser einen Platz weiter nach oben und sind nun Dritter. Die Ergebniskrise von Türkgücü München geht dagegen weiter. 10 Punkte beträgt mittlerweile der Rückstand aufs rettende Ufer. Die Würzburger Kickers kommen nach wie vor nicht so wirklich in Schwung. Zwar haben die Unterfranken seit der Entlassung von Markus Tschitsche fünfmal nicht verloren, allerdings wartet Neucoach Martin Lanek trotzdem noch auf seinen ersten Sieg. Nach zwei Remis will der ehemalige Bundesliga-Kicker im dritten Anlauf dreifach punkten, aber das wird eine schwere Aufgabe. Denn zu Gast am Dahlenberg ist mit dem TSV Buchbach eine Mannschaft, die seit 7 Ligaspielen nicht mehr verloren hat. Und die Mannschaft von Alexandru Petrovic hatte nach gerade einmal 5 Minuten auch die erste Chance des Spiels. Philipp Walter setzt Tobias Stoßberger in Szene, der probiert per Lupfer, verfehlt aber sein Ziel. Nur eine Zeigeumdrehung später tauchen dann auch die Kickers gefährlich vom TSV-Kasten auf. Die Gäste bekommen die Kugel nicht geklärt, Marius Uhl dann mit einer guten Körpertäuschung und der ersten Prüfung für Marcel Brinkmann. Der Keeper muss nach vorne abprallen lassen und Fabrice Monchö staubt ab. Erstes Saisontor für den 26-Jährigen, der da im Übrigen nicht im Abseits stand. Und die Hausherren kontrollierten fortan mit der Führung im Rücken das Geschehen. Die nächste Chance entsteht nach einer feinen Kombination der Kickers. Benjamin Giert wird dann aber im letzten Moment noch am Abschluss gehindert. Aber grundsätzlich war das schon sehr ansehnlich, was die Hausherren hier vor den gut 1000 Zuschauern zeigten. In der 24. Minute hat Uhl viel Zeit und Platz auf der linken Seite. Er schlägt eine Hereingabe, in die Giert quasi in Karate-Kid-Manier hineinhechtet und die Kugel technisch fein im Tor unterbringt. Bringt man noch dran, aber er kann den Treffer nicht mehr verhindern. Die eigentlich formstarken Buchbacher machten sich das Leben mit vielen leichtfertigen Ballverlusten selbst schwer und hatten vor dem Seitenwechsel bis auf diesen Freistoß von Tobias Heiland keine nennenswerten Torchancen mehr. Und auch nach dem Pausentee waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft. Alem Yapao kann die Kugel nicht ordentlich kontrollieren, ansonsten hätte diese Gelegenheit in der 50. Minute wohl zum 3:0 geführt. Und nein, das hier ist jetzt keine Wiederholung. 10 Minuten später segelte erneut ein weiter Ball in Richtung des 20-jährigen Angreifers, aber wieder kann Yapao die Chance nicht in ein Tor ummünzen. Giert bleibt im Nachsetzen ebenfalls erfolglos. In dieser Phase gab es nun fast im Minutentakt Gelegenheiten, den Deckel drauf zu machen, aber Würzburg schaffte das einfach nicht. Giert lässt die Megachance auf das 3:0 freistehend vor Birkmann liegen. Kurz darauf stürmt die Lanek-Truppe nach dem nächsten individuellen Fehler der Gäste wieder aufs TSV-Tor zu, dieses Mal vergibt Fabian Wessig. Ab in die 83. Minute, Benja Solomon Junge Abiol schickt Moritz Hannemann auf den Weg, aber erneut ist der Buchbacher Keeper Sieger im 1-gegen-1-Duell. Ein solcher Chancenbucher rächt sich ja gerne mal, aber nicht so an diesem Sonntagnachmittag in Würzburg. Ganz im Gegenteil, in der Nachspielzeit sollte dann doch noch das dritte Tor fallen. Hannemann hat dieses Mal leichtes Spiel und besorgt den Endstand. Ja, ich glaube, dass wir heute in Ballbesitz ein dominantes Spiel gemacht haben. Mich freut aber noch fast mehr, dass wir über die kompletten 90 Minuten eine sehr stabile Mannschaftsleistung gezeigt haben und diese Stabilität vor allem auch auf der Defensive beruht. Da haben wir uns natürlich nach den letzten beiden Spielen gewisse Dinge vorgenommen, die wir wussten verbessern zu müssen. Das haben wir heute getan und von daher, glaube ich, können wir insgesamt mit dem Spiel zufrieden sein, wenngleich wir natürlich auch wieder wissen, was wir in diesem Spiel zu verbessern haben und wir werden unseren Weg weitergehen. Ja, erstmal möchte ich Würzburg zum verdienten Sieg gratulieren. Ich glaube trotzdem, wenn wir in der ersten Minute das 1:0 machen, dann läuft das Spiel anders.
Trotzdem möchte ich an der Stelle mal erwähnen, Respekt vor meinen Jungs, was sie in den letzten Wochen abgeliefert haben. Deswegen, so ein Spiel kann passieren. Wir werden unsere Lehren draus ziehen und dann es hoffentlich nächste Woche besser machen. Aber nochmal, verdiente Niederlage, weil wir mit unserem vielen Ballbesitz eigentlich wenig anfangen konnten. Und da müssen wir ansetzen. Buchbachs Ungeschlagen-Serie von 7 Partien endet beim Meister in Würzburg. Lanich feiert nach einer, bis auf die Chancenverwertung, sehr überzeugenden Leistung seiner Mannschaft seinen ersten Sieg mit den Würzburger Kickers. Am Ende waren es nur noch 6 Partien an diesem 13. Spieltag. Kleine Überraschung dabei in Ansbach, wo die 09er Spitzenteam Illertissen abblitzen lassen. Bayreuth setzt sich mit 3:2 gegen Schwaben Augsburg durch. Hauptstadt gewinnt klar bei den FCA-Youngsters. Das kleine Frankenderby geht erneut an Fürth. Wackerburghausen setzt sich knapp gegen Schlusslicht Türkgücü durch. Und Würzburg feiert den ersten Sieg unter Neutrainer Martin Lanik. Die restlichen 3 Partien wurden verlegt. Das Ostbayern-Duell fiel den schlechten Filzinger Platzverhältnissen zum Opfer. Schweinfurt und Bamberg standen sich dagegen im Toto-Pokal-Viertelfinale gegenüber, das die Domreiter ziemlich überraschend mit 3:1 für sich entschieden und damit erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im Halbfinale dieses Bewerbs stehen. Keiner Trost für die Schnüdel, in der Tabelle sind sie weiter klar vorne vor dem neuen zweiten Bayreuth. Auch Burghausen überholt Illertissen und ist nun Dritter. Die Kickers schieben sich an den Bayern Amateuren vorbei, die haben allerdings wie Fürth nun schon 2 Spiele weniger auf dem Konto. Schwaben Augsburg und Buchbach rutschen zurück auf 8 und 9. Hauptstadt klettert auf 10, Ansbach springt aus dem Keller raus bis auf Rang 13, aber auch weil Hankhofen, Aschaffenburg, Bamberg und Filzing allesamt nicht im Einsatz waren. Immer prekärer wird die Lage bei Schlusslicht Türkgücü, das am Mittwoch zusätzlich noch im Toto-Pokal-Viertelfinale gegen Drittligist Ingolstadt ran muss. Das BR-Live-Spiel steigt am Freitag in Schweinfurt, wo das Unterfranken-Duell gegen Aschaffenburg auf dem Plan steht. Den kompletten 14. Spieltag im Magazin gibt's dann wieder zu gewohnter Zeit am kommenden Sonntag. Servus, bis dahin.